Assalamu alaikum, liebe Freunde, hier ist Amar Ben Hamida. Es ist manchmal sehr interessant, egal was man zum Beispiel in Sachen Religion sagt, in Sachen Politik sagt. Kein Problem, das ist Meinungsfreiheit. In Sachen Covid, nein. Covid steht über der Religion, über der Politik, über allem. Trotzdem, ich lasse mich nicht beeindrucken von Kommentaren unter der Gürtellinie. Ich habe ja die Wahl, immer Leute zu blockieren. Habe ich, glaube ich, einmal gemacht in meinem ganzen Facebook-Leben. Aber auch heute sind wieder ein paar Leute aus meiner Freundschaftsliste rausgegangen, nicht geflogen, gegangen. Und das ist schade, denn das hätte sie interessiert. Aber ich denke, sie wollen es nicht wissen. Es ist einfach für sie so. Und das, mit dem müssen wir leben. Es ist wirklich so. Die Problematik ist die, wenn du nicht mit dem Strom fließt quasi, dann bist du ein Verschwörer. Und das ist der größte Blödsinn, den es gibt. Ich bin hundertprozentig davon überzeugt, dass es dieses Coronavirus gibt, dass es gefährlich ist. Und ich gehe noch weiter. Die Regierungen und Politiker lügen uns nicht einmal an. Sie geben uns die Zahlen. Im Wissen, dass die meisten unter uns sie nicht lesen wollen, nicht suchen gehen und nicht lesen können. Sie gehen davon aus, dass der Durchschnittsbürger auch in Europa einen Wissensstand von einer zweiten, maximal dritten Sekundarklasse hat, wenn es hochkommt, weil ihm die Zahlen fremd sind. Er sieht Zahlen, die er nicht versteht. Also sagt man ihm ganz einfach, hey, die Zahlen steigen, die Zahlen steigen, die Zahlen steigen. Das sagt eine Regierung, das sagt ein regierungsnahes Institut und das sagt eine Zeitung. Mindestens einem dieser drei glaubt jeder und jede Deutsche, bis auf eine minime Kleinigkeit von Leuten, die sagen, Moment mal, ich will diese Excel-Liste selber lesen. Ich kenne mich mit Statistiken und Zahlen aus. Die Excel-Liste gibt es. Und ich habe euch vor einem Jahr, dort habe ich auch 7, 8 Freunde verloren, diese Excel-Liste gezeigt. Sie spricht deutliche Worte. Aber es kommt mir wirklich vor, man könnte den Leuten heute sagen, hey, passt auf, ab morgen gilt, wer eine schwarze Katze sieht, von links kommend, der soll sofort nach Hause gehen, der überlebt den Tag nicht. Und die Leute werden das tun. So wie ich im Moment das Verhalten rund um Covid sehe, traue ich das vielen Menschen zu. Die Zahlen sind da. Ich werde euch diese Excel-Liste geben als File. Sie stammt aus Robert-Koch-Institut. Offizielle, heute noch downloadbare Liste. Nur steht sie nicht ganz vorne, ganz gemütlich, damit der 0815 Bürger einfach die erste Seite sieht. Oh, so viel Tote, so viel Infizierte. Nein, sie steht ein bisschen versteckt, aber sie ist da. Robert Koch kann sagen, sorry, ich habe euch nicht angelogen, die Zahlen sind da. Dass ihr euch nicht die Zahlen hintereinander merken könnt, 365 Tage hintereinander, sorry, das ist euer Problem. Wenn ihr jeden Tag die gleiche, die Entwicklung der Zahlen einfach mit der Tageszahl anschaut, aber den Zusammenhang nicht seht, sorry, den habe ich auf einer anderen kleinen Liste versteckt. Also die Zahlen fingen an letzten März mit, und hier Regel Nummer 1 in der Statistik, das lernst du schon in der dritten Sekundarklasse. Schau nicht die, wenn du vergleichen willst, schau nicht die absoluten Zahlen an. Es kommt nicht darauf an, ob 100 oder 100.000. Es kommt darauf an, ob 1% oder 7%. Das ist die wichtige Zahl. Also die Prozente, es fängt an mit 6%, 7%, 8%, 9%. Dann in der Woche 16, da sind wir im April, Mai. Da geht es auf 7% runter, 5%, 3,8%, 2%,
Da sind wir in der Woche 20, also Mai. 1,6%, 1,4, 1,0, 0,9. Gleichzeitig fangen die Zahlen der der Getesteten an, leicht zu steigen. Noch nicht stark. Ihr werdet sehen, warum. Okay, dann erstmals unter 1%. Also da sind wir von 9% in der Woche 14 auf 1% runter. Und da hat man euch auch schon gesagt, die Zahlen steigen. Und da habt ihr auch gesagt, ja, die Zahlen steigen, wir müssen zu Hause bleiben und so weiter. Ja, habt ihr gesagt. Ich weiß es noch. Ich weiß sogar noch von wem. Dann im Sommer, Woche 24, das ist Juni etwa. 0,9%, dann 1%, 0,8, 0,6, 0,59%. Ich glaube, das ist die tiefste Zahl, die es gab. 0,59%. Das ist ein Achtzehntel von diesen 9%. Und ihr habt immer noch gesagt, sie steigen. Also wenn du steigende Zahlen willst, dann bekommst du sie auch. Kein Problem. Du kannst es dir einfach ja, umdrehen, die Zahlen. Statt 0,9 liest du 9,0 und dann hast du sie. Ja, okay. Geht auch. Dann gehen sie immer noch weiter, immer noch weiter, immer noch weiter bis Woche 40. 40, das ist Oktober, okay? Jetzt kommt der Herbst, jetzt kommen eh die üblichen Winterkrankheiten. Jetzt steigen die Zahlen leicht. 3,5, 5,5, 7,5, dann 7,8. Und jetzt haltet euch fest. Woche 46. Woche 46, ihr könnt nachschauen, was das ist. Also es ist Oktober, November. Steigen sie wieder. 8, 9%, 9, 10, 11, 12, 13, 15%, die höchste Zahl je gemessen. 15,36% in der Woche 53, also über die Neujahrswoche. Jetzt, Moment mal. Da ist ein Sternchen bei Woche 46. Sternchen heißt für alle Statistiker und alle, die Zahlen lesen, Achtung, geh runter und schau mal, was da steht. Ich fahre runter. Okay, Stern. Ab 03.11.2020 geänderte Testkriterien. Daten nicht direkt mit den Vorwochen vergleichbar. Für dich, der jetzt eben meine Freundesliste verlassen hat, leider, da denkst du, ja, pff, was soll das? Ich sagte, was das soll. Die erhöhten Zahlen sind eindeutig das Ergebnis der geänderten Testkriterien. Ein Beispiel. Du machst Alkoholkontrolle. Ich komme wieder mit dieser Alkoholkontrolle. Du findest immer 0,2, 0,3, 0,4% der Leute, die aus der Disco rauskommen, haben Alkohol. Okay? Du misst auf 0,8%, auf 0,8 Promille, pardon. Okay, irgendwann sagt dein Chef, du, wir müssen ein bisschen mehr, die Statistik ein bisschen erhöhen, die Ergebnisse. Dann sagt er, miss alle, die 0,1 und mehr Promille haben. Und zack, bist du schon auf doppelt so viel. Okay, jetzt. Natürlich steht irgendwo in einem Dokument, was diese Testkriterien, was die Änderungen sind. Okay, möglicherweise hat man herausgefunden, wie man mehr Leute, mehr Positive findet. Aber ist es denn nicht irgendwo ein bisschen hergeholt, dass ausgerechnet dann, als die Zahlen sanken, auf einmal die Testkriterien geändert werden und unmittelbar danach die Zahlen wieder hochsteigen. Sorry, also da musst du kein Verschwörungstheoretiker sein, da musst du wirklich einen normalen Menschenverstand haben, um zu sehen, okay, da haben sie etwas geändert. Und siehe da, trotzdem, Woche 1, 2021, immer noch mit Sternchen, immer noch mit geänderten Zahlen, da fangen die Zahlen an wieder zu sinken. 12, 10, 9,9, 8,4, 7,5, das ist die Woche 4, das ist Ende Januar, Freunde. Und ihr habt immer noch gesagt, sie steigen. Woche drauf 6,4% gegenüber 7,5%. Ihr habt gesagt, sie steigen. 6,2%, 6,1%, 6,15%, 6,2%. Ich weiß nicht, wie ich es den Leuten zeigen soll anhand dieser Zahlen. Jetzt kannst du sagen, ja, Moment, Moment, das sind
angesteckten Zahlen, die Infektionszahlen. Man hat uns gesagt, das Ding ist jetzt gefährlicher geworden. Okay, also gut. Wie viele Tote gab es doch nochmal in der ersten Woche 2021? 5.387. Woche 2, 4.900. Steigt, ja? 4.600 steigt immer noch. 3.900 steigt. 3.100 steigt. 2.500 steigt immer noch. Und 1.800, 1.400. Freunde, ihr lest das Ganze verkehrt. Ihr habt die Zahlen verkehrt. 20 ist für euch kleiner als 4. Und 4 ist größer als 20. Also alles, was ich euch gesagt habe, das könnt ihr selber nachprüfen. Jetzt noch etwas ganz Interessantes. Der höchste Anstieg im Dezember, Januar, da wart ihr doch alle zu Hause. Da war doch kein Mensch auf den Straßen und hat demonstriert. Alle Kommentare, die ich bis jetzt gelesen habe, fast, die sagen, das ist angestiegen wegen der Demonstrationen. Wo gab es im Dezember und im Januar, in diesen dunklen Jahreszeit, wirklich massiv Demonstrationen? Die Leute waren ja über Weihnachten, Neujahr sogar von ihren eigenen Familien getrennt. Wie soll man das erklären? Also ich habe keine. Wenn ihr eine habt und argumentiert und nicht einfach Scheißdreck sagt, sorry den Ausdruck für die Anständigen unter uns, dann gebt mir etwas. Gebt mir etwas gegen dieses Argument. Die Zahlen sinken, dann werden die Testkriterien geändert, die Zahlen steigen. Okay? Also die Liste ist offiziell, die habe ich downgeläutet, die heißt auch auf der RKI-Seite barrierefrei, ich denke, sie meinen damit also frei, ja, hier ist sie, ich gebe sie euch, okay? Das Schlimmste ist wirklich einfach die Kommentare. Und ich entschuldige mich jetzt trotzdem bei allen, die das vielleicht falsch verstanden, vielleicht habe ich das einfach. Ich habe gehört, dass wieder ein Lockdown Deutschland droht. Das nervt mich. Persönlich, ich sehe meine Freunde wieder nicht, das nervt viele unter euch, das weiß ich. Selbstverständlich, wenn es einen Hintergrund hat, dann akzeptieren wir diesen, wenn er wirklich korrekt ist. Aber wenn ich wirklich diese Zahlen anschaue, dann sage ich mir, okay, sie werden so lange die Deutschen, vor allem irgendwie sind die Deutschen sehr, sehr diszipliniert, sie halten sich daran. Auch hier hat man versucht, Druck zu machen und hier merkt die Regierung, jetzt können wir den Leuten nicht sagen, bleibt zu Hause, wenn sie wissen, wir zeigen ihnen täglich die Zahlen, dass die Zahlen sinken. Ihr wollt die Zahlen nicht sehen. Wenn man euch einfach in der Zeitung sagt, ein Toter alle 3 Minuten, dann glaubt ihr das, rechnet hoch und sagt, oh Scheiße, Katastrophe. Aber was dahinter wirklich steckt, wollen die meisten von euch wirklich nicht wissen. Und damit rechnet eine Regierung und ein Institut. Sie rechnen damit. Sie lügen uns ja nicht an. Sie geben die Zahlen hochoffiziell raus. Und an den Zahlen zweifle ich wirklich nicht. Also ich gehe nicht so weit, dass ich sage, die Toten sind falsch und die Anzahl Positive sind falsch. Das ist Verschwörungstheorie. Ich sehe nur die Zahlen und sehe, dass sie sinken, 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 sinken. Und während sie sinken, sagen sie euch, die Zahlen steigen und ihr glaubt es. Weil sie euch die absoluten Zahlen zeigen. Das ist wie der Kontrolleur vom Alkoholtest, der sagt auch, oh, heute habe ich 70, heute habe ich 80, heute habe ich 100. Dabei testet er jeden Tag doppelt so viel. Er hat eigentlich immer weniger. Aber Freunde, so weit zu gehen, einander Sprüche an den Kopf zu werfen, also ehrlich, ich glaube, man kann den Leuten eher mal sagen, du bist ein Idiot und er sagt danke, als dass du sagst, ich glaube, hier mit dieser Covid-Geschichte ist es doch nicht so, wie man meint, dann hält er dich für den Teufel. Okay, also, ich entschuldige mich eben noch einmal bei allen, die das vielleicht falsch verstanden haben oder wenn ich mich falsch ausgedrückt habe. Ich wollte sagen, es ist unglaublich, wie man jetzt noch die deutsche Bevölkerung, natürlich gilt es auch für andere Länder, so fest im Griff hat, dass man ihnen einfach sagt, hey, wir machen jetzt Ostern zu, wir machen noch bis 5. oder 18. oder wievielten April alles noch dicht. Und
Sie lassen euch die Hoffnung, dass sie dann zu diesem Termin aufmachen, aber möglicherweise, und das haben sie ja schon mal gemacht, kommen sie dann und sagen, es ist noch nicht so weit, weil vielleicht die Testkriterien wieder geändert werden. Ich weiß nicht, ob ich das sagen kann, aber möglicherweise sinken die Zahlen jetzt wieder. Jetzt sind sie bei 6% gegenüber 15% ja, am Anfang. Wann war 15% nochmal? Ich wollte es euch wirklich sagen. Ja, Ende Jahr, Anfang Jahr, Ende 20, Anfang 21, Woche 53 waren es 15,36% positiv Getestete. Jetzt sind wir nicht einmal, wir sind sogar unter der Hälfte. Wir sind bei 6% gesunken. Und alle reden immer noch von steigenden Zahlen. Wenn diese Zahl weiter runtergeht auf 4, 3, 2, 1 und dann sehe ich wieder einen Stern und das heißt, geänderte Testkriterien, zack, 4, 5, 6, 7%, dann könnt ihr bis Ende Jahr könnt ihr zu Hause bleiben. Denn wenn sie das im Sommer bringen, dann ist es passé. Das wünsche ich euch von Herzen nicht. Ich wünsche euch wirklich, dass ihr endlich wieder rauskommt. Und ich weiß von vielen Freunden, dass sie langsam wirklich hier die Nase voll haben. Und denkt an eins, diejenigen, die heute einen Job haben, diejenigen, deren Kleingewerbe noch funktioniert, es ist an der Grenze, auch die Staaten, auch die Schweiz, sogar die Schweiz, kommt langsam an die finanziellen Grenzen der Unterstützung. Und irgendwann, spätestens wenn der Staat kein Geld mehr hat, um die Leute zu Hause zu behalten und zu ernähren, dann schickt er sie raus. Glaubt mir. Und wenn dann 25% Quote, Infizitenquote ist, das ist dem Staat dann egal. Er kann dich zu Hause nicht mehr ernähren. Denkt darüber nach, wie viel, das ist jetzt Philosophie, auch keine Verschwörungstheorie, das ist, wie weit geht ein Staat, wenn er kein Geld mehr hat, um seine Leute zu unterstützen? Das sehen wir hier in Tunesien. Ich weiß schon, warum wir in Tunesien nicht solche Maßnahmen haben wie in Europa. Weil der Staat den Leuten null Unterstützung geben kann. Ich weiß von Leuten, die im Tourismus gearbeitet haben, seit 1,5 Jahren haben sie keinen Cent verdient. Sie haben es probiert mit Baustellen, sie haben probiert mit weiß ich was, keine Chance. 200 Dinare hat man ihnen versprochen, 70 Euro, und die meisten haben sie nicht bekommen. Darum sagen die Leute, hey, weißt du was, wenn du, Staat, mir mein Café zumachen willst, dann gib mir gefälligst Geld und sonst mache ich mein Café auf. Und wenn das 300 Cafetiers machen in einer Stadt, glaubt mir, das landet bei der Regierung und die Regierung sagt, wisst ihr was, was wollen wir machen? Aber in Deutschland haben sie euch am Kragen. Sie können euch sagen, nein, bleib zu Hause, wir übernehmen das, wir finanzieren dich. Wie lange, Freunde? Wie lange? Okay? Sorry, dass es jetzt länger geworden ist. Und ich bitte alle, die ich irgendwie getroffen haben, in irgendeiner Weise, wirklich aufrichtig um Entschuldigung. Ich bitte aber auch in Zukunft das sprachliche Niveau etwas zu heben. Assalamu alaikum.